Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 und dem Beagle. Ihr seht, ich habe tatsächlich einfach jetzt weitergemacht. Ich habe meine Munition nicht gecheckt. Ich habe kaum noch was. Das ist doch beruhigend. Herstellen, aber ein bisschen Gewehrmunition kann ich mir herstellen. Wenigstens das. Auch Heilung ist nicht so schlimm. In der Tat. Ich mag die Sortierung von denen hier so gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Da mache ich lieber meine eigene Sortierung. Ich finde keine kleinen Rohstoffteile mehr. Das ist voll irritierend, wenn ich ehrlich bin. Naja. Hier ist ein Schatz. Ah. Oh. Ich glaube, ich weiß, wen wir treffen. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Als ob das sein höchstes Ziel wäre. Vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Ich finde es sehr cool. Sie ist die Letzte, die ich hier erwartet hätte. Ja, weil du sie für tot gehalten hast. Oder wusstest du, dass sie lebt? I'm just asking. Dann hattest du anscheinend mehr Informationen als der Spieler damals, 2000 und... Aha. Aber ich muss sagen, ich finde seine insgesamte Reaktion ziemlich smooth. Er hat sich diesmal nicht wie so ein kleiner Hund am Boden gewinselt und... hat gesagt, Ada, Ada, meine Liebste, Ada, du bist wieder da. Nein, er hat ziemlich cool reagiert. Er hat nur gesagt, naja, I don't care. Ich kann Steine da einsetzen. Edelsteine einsetzen. Direkt mal den teuren, einen runden und einen eckigen. Oh, komm, das ist so unfair. Ich habe sonst aber keinen anderen Stein. Ich guck mal, vielleicht finde ich ja noch einen anderen Stein. Was ist hier mit? Da kann ich nichts mitmachen. Ne, da kann ich nichts mitmachen. Leon ist ja sonst eher immer so der Wesen, der leider Gottes bei Ada ein bisschen gekreucht und geflucht ist. In Teil 2. Besonders in Teil 2. Diesmal einfach nicht. Diesmal hat er gesagt, I don't give a fuck. Und ich bin so proud of unseren Jungen hier. So, was haben wir denn hier? Wie? Nein, pack das doch. Nein. Toll. Wieso setzt er das wahllos ein? Das ist. Warte mal, ich habe keine zwei roten Platten, fällt mir gerade auf. Oder, warte mal.
cool. Ein rotes Schild. Das müsste aber eigentlich richtig sein. Weil wir mich trollen, das ist doch richtig. Oder die hier sind vertauscht, das kann natürlich sein. Leute, ihr wollt mich trollen, oder? Why is that not richtig? Habe ich jetzt hier einen Denkfehler, oder wie? Ich verstehe das nicht. Leute, ich bin ja nicht so doof, das einzusetzen. Das ist jetzt eine gewagte Theorie, aber... Gewagte Theorie falsch. Oh, Leute, was sind das für teilweise bescheuerte Rätsel? Sag mal, wollt ihr mich trollen? Das ist richtig. Dann sagt mir doch wenigstens, was daran genau falsch sein soll. Nein, natürlich geht's hier nicht mehr weiter. Ich habe Peseten da liegen lassen. Es muchos grandos, das ist ärgerlich. Wo ich das Geld doch so dringend brauche. Das ist es auch nicht. Ich meine, das war ja sogar schon da unten. Also. Ich halte es zwar für unrealistisch, aber halte ich auch un. Hä? Leute, ich fühle mich gerade richtig verarscht, ne? Was soll denn daran jetzt falsch sein? Nö, das ist auch nicht die Lösung. Es macht halt auch keinen Sinn. Ja, also ist die einzige Antwort, dass ich eventuell hier was verwechselt habe, aber das ist ja anscheinend auch nicht richtig. Nee, da muss was Sechseckiges rein, fällt mir gerade auf. Aber es gibt nichts Sechseckiges Blaues. Oh, 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 ah, ahahaha, ahahaha. Okay. Nein. Ich habe jetzt erst gesehen, dass die verschieden eckig waren. Okay. Müsste passen. Leon, es öffnet sich schon. Also ja, es passt. Manchmal gibt er die Kommentare etwas zu spät ab. Buchbinderei. Ja, ich habe keine kleinen Schlüssel. Mir mangelt es hier einfach an restlos allem. Vor allen Dingen an Aufträgen für Spinell. Illuminatus 3... Doppelpunkt 2. Höre das Signal zwischen den Bergen widerhallen. Felsen zerfallen zu Kies, die Mauern der Burg zerbröckeln. Sehet die glutrote Farbe des Nachthimmels. Ein Strom verdorbenen Blutes besudelt die See. Opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde. Tut Buße für die Sünden eures vergangenen Lebens. Also ein bisschen dick aufgetragen, ne? Also ich finde jetzt ein bisschen übertrieben. Alter, sind hier Monsterratten unterwegs oder was? Na klasse. Was? Nein, was denn? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab Angst. Lasst mich. Warum habe ich in Resident Evil Angst? Ich hab nie in Resident Evil Angst. Ein kleiner Schlüssel.
Er will zurück. Ich weiß, vorne in der Halle ist auch noch so ein Ding. Ab. Oh, 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 oh. Sag mal. Ey, ihr Rattus. El Rattus, wo seid ihr? Die versteckt sich gut, diese Ratte, ne? Alter, wenn die hier so offensichtlich... Alter, ey. Diese fucking Ratten nerven mich. Wie viel Glück kann so eine Ratte haben? Die Ratte so, ja. Ist die jetzt tot? Die ist tot. Jetzt fehlt noch eine. Irgendwie habe ich das Gefühl, es hätte ein Auftrag bei dem Typen sein können. Also keine Ahnung. Es sind halt wieder genau drei Ratten. Also es waren mal drei Ratten. Wo ist denn jetzt die dritte abgeblieben? Na gut. I tried very hard. Eine scheiß Taschenuhr, die mir nichts bringt. Also so viel sind diese Kacktaschenuhren halt auch nicht wert. Warum ist Ada jetzt überhaupt aufgetaucht? Einfach nur um Hallo zu sagen oder wie? Da waren doch mal zwei Ratten. Hallo. Wenn ich wegen einer Ratte wieder zurück muss. Oder sitzen ja noch mehr Tote rum. Ja, nun denn. Was ist denn hier durchgefegt, Leute? Was zum Phönix ist hier durchgefegt? Himmel! Aua! Abstand! Abstand! Oh. Mindestabstand! Mindestabstand! 1,5 Meter Mindestabstand! Oder eine Armlänge, je nachdem, auf was man sich da bezieht. Geht. Alles eklig, Leute. Alles eklig. Ach, schon wieder in so ein Kellergewölbe. Du hast den Geruch des Kampfes an dir. Hab ich das? Ist das so? Du bist so nützlich, ehrlich. Du bist so nützlich. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, ja, Fremder. Würde ich auch sagen. Oh, Leute, ich brauche das Geld. Ich will oder nicht. Dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Reparatur ist nicht nötig, aber bitte. Ja, wie du es haben wolltest. Ja. Probier mal, wie sich das anfühlt. Probier's. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Mehr Gemütlichkeit, mehr Ruhe und Gemütlichkeit und schmeiß die Sorgen einfach über Bord. Oh yeah. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich bist, dann nimm es dir Gott vor. Besser zu gut vorbereitet. Hab ich recht? Besser zu gut vorbereitet. Da hat er recht. 30.000 braucht die Angriffskraft nochmal. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Ja, ja. Keine Sorge. Ich hab die noch nie einmal benutzt, ne? Die Feuerrate, die war eigentlich auch nicht schlecht, aber komm. Hier, wie was lag kostet die? Warte mal. Willkommen. Tausch. Wofür hast kann du ich da irgendwas Neues? Nö. Es gibt Dinge, die. Wie du meinst, Fremder. Ja, wie ich mein. Nicht Fremder.
dass er mich immer noch fremder nennt. Kann ich nicht einfach mal zu ihm hingehen und sagen, hey, cool, ich bin Leon, ich bin noch eine Weile hier in Spanien, wir werden uns öfters sehen, ich werde einiges bei dir kaufen, können wir uns nicht per Du nennen? Da kannst du ihm auch manchmal Freundschaftsrabatte machen. Nee, der sagt immer, der Fremde. Habe ich von der Burg Leute, der Typ ist unheimlich creepy. Oh. Na gut. Wohl er nicht. Wenn ich jetzt sehen könnte, von wo die überhaupt schießen, wäre cool, ne? Ah, da oben. Bam! Alter, er lebt noch. Ich find's süß, dass sie extra Sachen mit Flammendings in der Hand haben. Damit man auch ja sieht, wo man drauf schießen muss. Aber wie mache ich jetzt die Hängebrücke runter? Ah, ja, ich sehe es. I see. Alter, wie die schon auf mich gewartet habt. So leist das, Enomani. Parasit. Ah, au, au. Du Pisser, ey. Einer weniger. Lad doch nach, Junge. Die klingen hier nicht gesund, die Leute. Die klingen ganz und gar nicht gesund. Eine Handgranate, nicht schlecht. Oh, das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich. Oh, das ist ja widerlich. Aber an denen das Schrot zu verscherbeln ist. Okay, an denen ist. Das ist ja widerlich, daran kann ich mich im Original überhaupt nicht erinnern. Oh. Hier ist ein Schatz. Oh. Wo? Wo? Ach, unten. Oh cool. Da wollte ich ja eh hin. Ich werde ja nichts sagen, aber das ist schon echt eklig. Hä? Weil genau hier soll der Schatz sein. Okay, ich glaube, ich hab's kapiert. Ach, wirklich, Leon? Ist das so? Hast du's kapiert? Ich verstehe das nicht. Warum ist dieser Schatz hier schattig markiert und ich komme da nicht dran? Ist der einfach nicht für mich gemacht oder was? Weil. Thank you.
hängt der da oben irgendwo. Ich meine, ich höre dieses Geräusch für irgendwas, das da baumelt. Das könnte aber auch da draußen sein, wenn ich ehrlich bin. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Ha. Was höre ich denn da? Es ist eigenartig. Es ist so eigenartig, Leute. Ich will da nicht runter. Ich muss da nächste Folge runter. Also, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das Schloss ist gerade sehr nervend. Also, das Schloss ist super viel stressiger als das Dorf. Aber gut, egal. Haut rein.